Herr Weilhartner, die Bauarbeiten in der General-Kies-Straße werden 2020 abgeschlossen. Wie viel werden hier Alt- bzw. Neubauwohnungen kosten? Die Neubauwohnungen werden circa kosten zwischen 11 und 13 Euro pro Quadratmeter Nettomiete. Und es gibt einige besonders luxuriöse Wohnungen, die werden noch etwas höherpreisiger sein. Und die Altbauwohnungen, die weniger ausgestattet sind, natürlich günstiger. Das heißt aber ganz konkret, eine Dreizimmerwohnung mit ca. 70 Quadratmeter kommt auf wie viel Miete samt Betriebskosten? Kommt auf ca. 1.100 Euro, 1.200 Euro eine Neubauwohnung. Der Chef der Privatangestellten-Gewerkschaft Gerald Forcher hat in letzter Woche ähnlich hohe Mietpreise sinngemäß als Wucherpreise tituliert. Fühlen Sie sich von dieser Kritik angesprochen? Naja, wir fühlen uns von dieser Kritik wirklich nicht angesprochen. Wir haben eine Durchschnittsmiete über die gesamte Anlage im fertiggestellten Zustand von etwa 7,50 Euro Nettomiete. Wir müssen ja dazu kalkulieren, dass wir auch Bestandsmieter haben, wo die Mieten nicht veränderbar sind und trotzdem aber wir natürlich das gesamte Sanierungsprogramm durchführen. Also die 7,50 Euro über das Gesamte drüber gerechnet ist sehr, sehr eng bemessen und wir können zwar eine gute Qualität bieten, das ist keine Frage, aber es ist nicht so, dass wir hier großen Spielraum hätten, mit den Mieten runterzugehen. Weiters ist es ja so, dass Sie auch Gemeinschaftsräume bieten. Was genau ist da alles geplant oder ist schon aktiv? Es ist schon aktiv, das Urban Gardening, es ist aktiv die Gemeinschaftswerkstätte, das Atelier, der Yoga-Raum und es sind noch weitere Initiativen geplant und überlegt. Und natürlich hängt es auch davon ab, ob man Initiatoren von der Mieterschaft findet und auch ansprechen kann. Schon von Beginn an der Sanierungsarbeiten gab es große Kritik der Altmieter, sogar Proteste gegen die Sanierungen. Wie ist hier der Stand der Dinge? Hat sich das beruhigt oder nicht? Naja, das hat sich völlig gedreht natürlich. Die meisten Mieter sind jetzt so orientiert, dass sie unbedingt die Sanierung haben wollen, auch bezüglich des Lifteinbaus, bezüglich der Begrünung, wo früher Parkplätze asphaltiert waren, gibt es jetzt schöne Grünanlagen in den Höfen und das ist natürlich sehr ansprechend und auch von der Wohnqualität perfekt. Und das wollen die Mieter jetzt wirklich zunehmend mehr haben. Trotzdem soll es ja angeblich einige Bauten geben, die etwa nicht mit einem Lift ausgestattet werden. Wie viele werden das sein? Zurzeit haben wir 4 Bauten, wo wir die Generalsanierung mit Dacherneuerung und Lift nicht durchführen können. Vielleicht ergibt sich noch beim einen oder anderen Bau, dass wir es trotzdem schaffen. Aber das ist jetzt so der Stand der Dinge, dass bei den 4 Bauten es nicht möglich sein wird.